Startschuss für das Krönungskonzert. Standesgemäß vor der Kulisse Schloss Windsors. Den Auftakt macht der Krönungschor. 300 Amateursängerinnen und Sänger aus dem ganzen Königreich. Bei Lionel Richie hält's die Royals nicht mehr auf den Sitzen. Dann nutzt Prinz William die Bühne, um seinen Vater zu würdigen. Mein Vater wusste schon immer, dass Menschen jeder Glaubensrichtung und jeder Herkunft es verdienen, unterstützt zu werden. Auch von König Charles gab es eine Botschaft. Zu einer spektakulären Lightshow, der Aufruf zum Umweltschutz. Als Hüter dieses kostbaren Planeten sind es allein unsere Taten, die unsere Zukunft bestimmen werden. Zum Abschluss strahlt dann noch Katy Perry. Und Take That heizen den rund 20.000 Zuschauern und den Royals ein. Die Briten kommen aus dem Feiern gar nicht mehr raus, ob vor Ort oder beim Public Viewing. Nach der Dauerparty werden die Briten heute dazu aufgerufen, sich ehrenamtlich zu engagieren. Tanzen, feiern, helfen, was man nicht alles tut für seinen König.